Hallo miteinander. Heute werde ich das Video von Made My Day, wie vorhersehbar bist du, aufklären. Ich habe das gestern gesehen, habe auch gesehen, dass es viral ist. Und ja, und habe sofort, als ich es schaute, gesehen, was der Trick dabei ist und dachte deshalb, vielleicht interessiert das jemand, warum das funktioniert. Also, der das Video bis jetzt nicht gesehen hat, ich verlinke es in der Videobeschreibung und ich möchte, dass ihr zuerst dieses Video anseht, bevor ihr mein Video anseht. Wie vorhersehbar bist du? Teste dich jetzt! Und habt ihr es jetzt geschaut? Wurdet ihr auch korrekt vorausgesagt? Natürlich wurdet ihr. Es gab gar keine andere Möglichkeit, als am Schluss auf dem Smiley zu liegen. Und der Trick wird sehr offensichtlich, wenn man die Felder anders beschriftet, wie sie jetzt sind. Also wir dürfen ja immer nur von links nach rechts, von rechts nach links, von oben nach unten und von unten nach oben fahren. Aber nie diagonal. Was ich sofort zu Beginn gemacht habe, ist, ich habe versucht, alle Positionen mir zu merken, auf denen man überhaupt sein konnte. Also zu Beginn war man auf Start, da musste man einmal fahren. Also konnte man jetzt hier oder hier sein. Er hat ja Start gelöscht. Danach hat er aufgetragen, siebenmal zu fahren. Das Lustige ist, er hat immer ungerade Zahlen gesagt. Das wäre gar nicht nötig gewesen, aber er hat es gemacht. Siebenmal. Nun, nach einem Zug könnten wir überall hier sein. Hier, hier oder hier. Von hier hätten wir eines nach links gehen können oder eines nach unten. Hier eines nach unten oder eines nach links. Das sind die drei Felder, wo wir nach einem Zug sein können. Jetzt nach zwei Zügen können wir jetzt hier natürlich wieder zurück oder die Felder unten oder links gehen. Mehr gibt es nicht. Danach, beim dritten Schritt, können wir jetzt wieder zurück auf die Einsen oder zum Plus. Jetzt sind wir nur auf der Hauptdiagonalen und auf der Ecke. Und danach am vierten können wir wieder nur die Felder, die 2 hatte, gehen. Habt ihr das Muster schon verstanden? Jetzt sind wir wieder dort, wo wir mit der 2 waren. Bei der 5 können wir wieder nur sein, wo wir mit der 3 sind. Und wenn wir wieder bei der 3 sind, dann bei der 6 können wir wieder nur dort sein, wo die 2 sind. 2 war. Also, wir können auf diesen Diagonalen nur bei gerade sein. Sieht man das? Oh ne. Können wir nur gerade sein und die Nebendiagonalen hier für ungerade. Ja, das ist der Trick. Nach 7 Mal ist man auf einem dieser 4 Felder und er löschte das Haus. Danach ließ er uns 3-mal fahren. Und jetzt sind wir ja momentan auf einem solchen. 3-mal fahren. Mit einem Mal sind wir auf den Zweierfelder. Mit 2-mal wieder auf den Dreierfelder. Also die Zahlen kann ich jetzt löschen. Nachdem wir das Haus gelöscht haben, waren wir auf einem ungeraden Feld, also hier,
Hier. Oder hier. Und jetzt nach dreimal sind wir entweder, sind wir, nach einem Mal sind wir auf so einem, auf dem Herz, dem Durchschnittszeichen oder dem bösen Smiley. Und nach zweimal wieder zurück auf den schwarzen Punkt. Und nach dreimal wieder auf so einem. Als nächstes habe ich, glaube ich, habe der das V gelöscht. Das ist immer der Trick. Man kann nur auf solchen Diagonalen sein. Er weiß immer, auf welcher Diagonale du bist. Und da gibt es auch keinen Zufall oder irgendetwas. Das ist halt die Regel. Nach zwei Zügen ist man wieder auf derselben Art von Diagonale. Das Ganze wird noch viel offensichtlicher, wenn man es nicht so macht. Sondern ich lösche jetzt gerade das. Die Tafel und zeige dann, wie es noch einfacher und offensichtlicher wird. So, ich habe es jetzt so gemacht, dass es offensichtlich sein sollte. Wir starten auf einem weißen Feld, auf diesem hier. Und danach vom Weiß haben wir nur schwarze Nachbarn. Und dann gehen wir nach einem Zug, müssen wir auf ein schwarzes Feld gehen. Dann von schwarz haben wir nur weiße Nachbarn. Wir gehen also im zweiten Zug ganz sicher auf ein weißes Feld. Dann bei weiß haben wir wieder nur schwarze Partner und Nachbarn. Und gehen also auf ein schwarzes Feld. Und so weiter und so weiter. Also wir wechseln jeden Zug von schwarz auf weiß, von weiß auf schwarz. Deshalb ist es einfach vorauszusagen, auf welchem Feld ihr nicht seid. Man kann eines nach dem anderen wegnehmen dieser Felder und die Regel bleibt. Nur weil man auf ein Feld nicht mehr gehen darf, heißt es nicht, ändert das nichts an der Regel. Dadurch, dass ein Nachbar weniger wird, können wir nicht auf einmal diagonal fahren oder so. Wenn man also siebenmal fährt. Das erste Mal wurde ja nicht gezählt, das ist man auf dem schwarzen Feld. Nach einmal Fahren vom schwarzen Feld ist man auf dem weißen. Und danach ist man vom weißen auf den schwarzen. Dann vom schwarzen geht man wieder zurück auf ein weißes, von weiß auf schwarz, von schwarz auf weiß, von weiß auf schwarz, von schwarz auf weiß. Er weiß also, dass wir nicht auf den schwarzen Feldern sind, er löscht ein schwarzes Feld. Danach lässt er uns dreimal fahren. Wir sind momentan sind wir auf weiß. Also gehen wir in einem Zug auf schwarz, im zweiten auf weiß, im dritten auf schwarz. Also sind wir erlöscht zu Beginn dieses. Und jetzt im zweiten weiß er, wir sind auf schwarz, also lässt er ein weißes Feld. Und so weiter, bis wir auf dem Smiley sind. Das ist der Trick. Ich habe das. Ich dachte, vielleicht interessiert das ein paar von euch. Und wenn ihr Vorschläge habt, andere Videos, die aufgeklärt werden sollten, diese mathematischen Tricks sind meistens nicht so schwierig. Dann dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde sie mir gerne durchlesen und die dazugehörigen Videos machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schaltet auch morgen wieder ein.